Hallo im Küchengarten. Heute gibt es mal ein Video der etwas anderen Art. Und zwar drückt dieses herbstliche, fast schon winterliche, dunkle, diesige, regnerische Wetter etwas auf mein Gemüt. Und was hilft da am besten, als sich das Grün, den Garten, die Pflanzen ins Haus zu holen oder Shopping zu gehen? Ich kombiniere das Ganze jetzt und gehe heute Pflanzenshopping. Da möchte ich euch gerne mitnehmen. Und zwar habe ich mir schon etwas überlegt, was ich mir gerne kaufen möchte. Ich habe auf YouTube ein Video gesehen von ebenfalls einer Orchideenliebhaberin, die anstatt, also ihr wisst vielleicht, dass auf den Orchideen kleine Klone wachsen können, entweder unten direkt am Wurzelhals oder oben an den Blütenstielen. Normalerweise verwendet man dafür so eine Hormonpaste, die Keiki-Paste oder Kindelpaste. Aber auf YouTube habe ich eben gesehen, die hat das mit dem Gel, dem Saft der Aloe Vera-Pflanze gemacht. Und zusätzlich hat sie diese Aloe Vera-Pflanze auch noch in ein Düngewasser umgewandelt für ihre Orchideen. Ihr wisst vielleicht alle, wie gesund und inhaltsreich die Aloe Vera-Pflanze ist, auch für uns selber. Man kann das Gel essen, in Smoothies geben oder auch direkt ins Gesicht schmieren als Creme, als Feuchtigkeitsboost. Ja, und da möchte ich ein bisschen weiter damit experimentieren. Deswegen habe ich vor mir heute eine oder vielleicht mehrere, je nachdem, wie teuer die sind, Aloe Vera Pflanzen zu kaufen. Jetzt bin ich wieder zu Hause von meinem Shopping-Ausflug und jetzt möchte ich euch gerne zeigen, was ich erstanden habe. Und zwar habe ich hier erstens zwei wunderschöne Aloe Vera-Pflanzen inklusive Übertopf. Die sind wirklich schon schön groß. Sie bilden innen drinnen schon neue Triebe. Die Erde schaut auch super aus. Da bin ich ganz froh, dass ich die gefunden habe. Dann konnte ich auch nicht vorbeigehen an, da fallen eh schon die Blätter ab, an der
Ausverkaufsecke, wenn man das so sagen kann, da habe ich mir eine Monstera-Pflanze gekauft. Die sind ja sonst sehr teuer. Die ist allerdings noch klein, aber ich habe ja Zeit und die wird auch wachsen. Man sieht hier, deswegen war sie wahrscheinlich im Angebot, dass die Blätter schon leicht braun werden. Aber die schneide ich einfach weg und man sieht, hier oben kommen schon wunderbar neue, saftig grüne Triebe nach. Die Erde ist auch schon leicht schimmelig, das heißt, die werde ich als erstes umtopfen und dann natürlich auch in Quarantäne stellen. In meinem letzten Video habe ich euch ja erzählt, wie wichtig es ist, die Pflanzen, die man sich nach Hause holt, genau auf Schädlinge zu untersuchen. Und wie ich diesmal in dem Pflanzenmarkt war, ist mir auch tatsächlich ein Befall von Wollläusen an den Orchideen aufgefallen. Und wenn man da nicht genau aufpasst, dann holt man sich die ganz schnell nach Hause. Und das möchten wir natürlich unbedingt vermeiden. Deswegen Quarantäne, das kann ich nicht oft genug sagen. Weiter geht es mit einer noch kleineren Monstera-Pflanze. Ich glaube, die heißt irgendwas mit Monkey Leaves. Die sind echt toll, weil sie hier so Löcher haben. Die ist wirklich wahnsinnig klein. Hat auch schon ein paar gelbe Blätter, aber die zupft man einfach weg. Das Tolle ist allerdings, dass die Wurzeln hier sich schon ziemlich herausarbeiten aus dem Topf. Das heißt, die kann ich auch in einen größeren Topf umsetzen. Und da bin ich mir sicher, die wird in 0, nichts wunderbar wachsen. An dem tollen Stück konnte ich einfach nicht vorbeigehen. Die Blätter sind so faszinierend von einer so tollen Farbe. Die Unterseite ist leicht burgunderfarbig. Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung, was das überhaupt ist. Alocasia Black Velvet. Also die ist so schön. Ja, die ist dann auch mit in den Wagen gehupft. Und obwohl ich eigentlich wirklich nicht vorhatte, mir eine neue Orchidee zu kaufen, ich konnte nicht widerstehen. Es ist schrecklich mit mir. Aber die Farbe dieser Blüten, das ist also sensationell. Sowas habe ich noch nicht. Und das ist so harmonisch, so kräftig, so wunderschön. Die musste ich einfach haben. Und zusätzlich, die war aus einem neuen Schwung, der gerade angeliefert wurde in diesem Pflanzenmarkt. Und man sieht wirklich die Wurzeln, das saftig grün, eine Masse an Wurzeln, die kommen sogar schon unten aus dem Topf raus. Die werde ich dann auch unbedingt recht bald umtopfen. Aber zuerst kommt sie auch mal ein paar Augenblicke in Quarantäne. Also sicher mal 2 bis 3 Wochen werde ich sie dort schon lassen. Dann überlege ich mir, ob ich sie vorher umtopfe oder erst danach. Jetzt werde ich auch gleich mal die 2 Monstera-Pflanzen umtopfen. Die haben das nämlich wirklich nötig. Dazu verwende ich ein Substrat, das ich mir selbst zusammengemischt habe. Das ist einfach normale Blumenerde für Indoor-Pflanzen, also für Zimmerpflanzen, plus Kokosfasern, grobe Kokosfasern und Perlite für den Wasserspeicher. Und einfach damit die, weil das sind ja alles so palmenartige Pflanzen, die ich hier habe, damit kein zu großer Wasserspeicher und Fäulnis an den Wurzeln auftritt. Schön wasserdurchlässig. So, gut vermischen die Geschichte. Dann beginne ich mal mit der Monstera Monkey Leaves. Das ist ja wirklich ein Zwergerl. Aber die ist so, die Wurzeln wegreißen, so verwachsen. Ja, unglaublich, schaut sich das an. Also die hat es mehr als nötig. Die ist dermaßen verwurzelt, da geht wirklich nichts mehr. Aber das ist für mich toll. Also kann ich auf Wachstum hoffen. So, gelbe weg, den Wurzelballen ein bisschen auflockern, damit sie sich nachher im Topf gleich wieder besser verzweigt. Ein bisschen von dem alten Substrat entferne ich, wenn es leicht möglich ist. So.
Da habe ich jetzt hier meinen neuen Topf, Terrakotta-Topf. Da gebe ich unten immer gerne eine Scherbe hinein, damit das Loch nicht verstopft, plus die Erde nicht herausrieselt. Jetzt gebe ich zuerst mal von meinem frischen Substrat hinein. Da hat sie schön Platz, das wird nachher super. Die bekommt auch schon wieder frische Blätter. Toll. Die erste geschafft. Jetzt die zweite. Wow, die ist auch schon ziemlich gut durchwurzelt. Da bemühe ich mich wirklich, das schimmelige alte Substrat hier oben gut zu entfernen. Ich lockere auch den Wurzelballen wieder auf. Könnte man jetzt sogar teilen, aber das mache ich noch nicht. Seht ihr, hier würde die wunderbar auseinandergehen. Ich bin gespannt, wie euch dieses Videoformat gefallen hat. Lasst mir doch gerne einen Kommentar da, ob sowas für euch interessant ist, ob ihr mir gerne zuseht beim Pflanzen kaufen und umtopfen. Ich danke euch wie immer sehr fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen rauf da oder abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und hoffe, dass wir uns auch nächsten Mittwoch wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!